Ja, ein kleines Video, wie man fischt und wo man fischen kann. Es geht eigentlich auf jeder Karte, auch in Kalthafen kann man fischen und sogar in Cyril. Ich bin jetzt hier in Bangkorei, hier bei diesem Rekord und möchte mal schauen, ob es eben, das bei mir wird jetzt angezeigt, dass ich hier angeln kann, dass es mein Angelplatz sein soll. Möchte ich mir doch mal ein paar Fische aus dem See hier rausziehen. Das heißt, wir müssen uns am See bewegen und sehen dann hier, dass auch das Wasser ein bisschen aufspritzt. Das heißt, hier finden wir Fische, werden auch angezeigt, wenn wir mit der Maus drüber fahren. Wir können mit E draufbleiben und den Köder auswählen, welchen wir wollen. Die Standardköder haben wir jetzt hier oben dran und unten sind noch so Spezialköder oder die man eigentlich auch beim Fischen dann selber kriegt. Die Köder könnt ihr auch kaufen, ihr könnt sie natürlich auch fahren, was viel günstiger ist. Dann solltet ihr das glaube auch ohne Addon sehen können. Nein, glaube nicht mal, dass ihr sehen könnt, welcher Köder zu welchem Gewässer verwendet wird, denn es gibt verschiedene Gewässer. Wir haben hier zwei Nächsten, wie nur das Salzwassersee, aber es gibt dann noch das grüne Gewässer. Für jedes Gewässer braucht man einen Köder, kann man einen anderen Köder nehmen, das ist nicht für das Gewässer ist. Aber dann wird man kaum was kriegen, außer der Bauernköder. Und wenn man dann gekauften Köder behält, dann sollte man merken, man sollte eventuell seinen Köder ändern und einen anderen ausprobieren. Hier sehen wir, wir sind im See und wir haben hier den Rhein. Okay, E lang drauf gedrückt, den Rhein auswählen, loslassen, E drücken und ja, beginnen zu fischen. Sobald ich dann etwas bewegt, das heißt die Route, und da sieht man das gut an den Händen oder wenn der Korken untergeht, gleich die aktivieren, um die Angelrute einzuholen. Genau, jetzt aktivieren, nicht zu spät, kurz warten, damit es kein Problem gibt und man kann schon wieder neu beginnen. Wenn man hier auch dann einen Fisch rausgezogen hat, sieht man eigentlich auch gleich, an welchem Gewässer man ist. Es ist immer unterschiedlich. Und natürlich, wenn Gewässer man fischt, gibt es natürlich immer Fische. Und dann weiß man mindestens dann, welcher Köder man sicher für das Gewässer verwenden sollte. Ab und zu gibt es auch einen nassen Jutesack. Auch ganz schön cool, dass ich den gefangen habe, um euch das zu zeigen. Da drin, aber meistens habe ich natürlich nur Pech und krieg nicht so tolle Sachen. Ich hoffe, ihr habt da mehr Glück. Tja, wir haben einen Fisch gefangen. Sein, dass man diesen Fisch auch ausnehmen kann, weil so bringt der Fisch eigentlich, genau, das spart schon, bringt so eigentlich nicht viel. Und zwar kann man den filetieren und ich mit meinem Männer kann dann ganzen Stab filetieren und muss dann die Maus nicht mehr oder nicht zu Tode klicken. Dann wird auch bei mir angezeigt, dass die Chancen, um einen perfekten Bogen zu kriegen, auf was wir eigentlich alle aus sind, weil der viel Geld bringt, die Tränke verwendet wird mit den Erfahrungspunkten, mit zusätzlichen Erfahrungspunkten. Ja, die Chance ist hier bei mir bei knapp 1% sehr schwach. Tja, kann man leider nicht machen. Darum habe ich jetzt auch nichts bekommen, das wäre mir dann angezeigt werden. Bei mir hat es einfach nur einen normalen Fisch gegeben, mit dem man dann eben auch Kombinationen oder andere Sachen, also andere Tränke etc. herstellen kann.
Oder hauptsächlich Gerichte, nicht Tränke. Ja, das war's auch schon zum Fischen. Und bis zum nächsten Mal.